Schönen Abend, mögt ihr noch? Es ist ein bisschen warm, aber das Wetter haben wir nicht planen. Prävention ist keine Krankheit. Ich erzähle also nichts über eine Krankheit. Es geht um Vorsorge. Prävention heisst zuvorkommen. Also Prä ist vorher und Venieren ist kommen. Also man will etwas verhindern, indem was man zuvorkommt. Also es ist im weitesten Sinn, Prävention heisst Verhindern von Krankheiten durch Vorsorgemassnahmen. Das klingt gut. Eigentlich ist das im Studium und überhaupt in der Medizin ist das auf einem ganz, ganz kleinen Platz. Wir stellen vor allem Diagnosen, Medikamente verordnen und weiss der Gott was. Aber Prävention ist an einem kleinen Ort. Die meisten machen das noch Kinderärzte. Und dort ist eigentlich das klassische Beispiel eine Impfung. Das ist eine Prävention. Und darum sagt man auch Schutzimpfung oder man sagt präventive Impfung. Man will eine Krankheit verhindern, durch das, dass man vorher eine Impfung macht, damit das nicht ausbricht. Das ist der Idealfall. Das ist ja einfach, oder? Und die meisten sind auch nicht dagegen, wenn man etwas Gutes tun kann, vorher zum Verhindern. Typisches Beispiel, das in unserer Region wichtig ist und jetzt man immer nicht genug sagen kann, ist die FSME, Frühsommer-Meningoenzephalitis. Die zeckenübertragte Krankheit. Es gibt zwei Formen. Die eine kann man mit Antibiotika behandeln, das ist nicht so schlimm. Und die andere kann man impfen. Aber wenn man es überkommt, muss man schon geimpft sein. Es nützt nichts nachher, man kann nicht mehr nachher impfen. Wenn man es verwünscht, hat man es dann schon. Ist selten, aber die es haben, ist es brutal. Weil es ist nicht nur einfach Kopfweh, es entzündet sich das ganze Hirn und kann so gar Defekt geben, dass man halt nicht im Ganzen so gescheit ist, darf ich es so sagen. Nein, aber dass man diese Behinderungen dann hat. Und das wäre ja brutal. Bis zu Todesfällen. Also das ist ein typisches Beispiel, wo man schwere Erkrankungen durch eine präventive Massnahme, durch ein Impfen kann verhindern. Jetzt ist es aber nicht so einfach. Es gibt eine primäre Prävention, das ist das. Es gibt eine sekundäre Prävention, es gibt eine tertiäre Prävention und auch eine quartäre Prävention. Und das möchte ich jetzt ein bisschen nachbringen, was das alles heisst. Also 1, 2, 3, 4. Erstens, zweitens, drittens. Primäre, sekundäre, tertiäre und quartäre. Jetzt muss man ganz wichtig unterscheiden, und das ist das, was wir auch noch ein bisschen lernen müssen, auch in der Medizin. Es gibt einen Unterschied zwischen krank sein und Krankheit. Man muss sich das mal überlegen. Die Engländer haben es besser, die sagen Illness, das ist ein Leiden an einer an etwas, und Disease, das ist eine Krankheit. Jetzt, das ist das Problem. Es gibt eben Leute, die haben eine Krankheit und leiden gar nicht dran. Und ich muss mich fragen, ja, muss man sie denn krank machen und diese Diagnosen immer vor die Augen kleben? Wir kommen da drauf. Also es ist ein wichtiger Unterschied, krank sein, die Patientensicht, oder Krankheit haben, das ist ein medizinisches Konzept, das sind Diagnosen, das ist eigentlich die medizinische Sicht oder die Arztsicht. Jetzt kommen wir wieder zu der primären Prävention. Impferei. Dort ist der Patient gesund und hat keine Krankheit. Fühlt sich auch gesund. Das ist typisch. Zwei Babys kommen auf die Welt und dann werden sie gestochen. Oder? Also die sind ja nichts als gesund. Und der Bruno macht sie meistens krank vom Schreien, wenn er sie so plagt. Gehören sie einmal nebendran, wenn er wieder eins dran nimmt. Oder? Dann schreit es. Aber es ist eine wichtige Vorsorge. Der Patient ist nicht krank und hat keine Krankheit. Und das ist eigentlich die Definition von der primären Prävention. Aber wir kommen jetzt schon zu dem, das ist jetzt nicht bei den Babys, sondern bei den fortgeschrittenen Alterssemester. Ein gesunder Patient ist natürlich nur nicht genügend untersucht, oder? Und das ist eigentlich die heutige Dimension von der Medizin. Ich komme da noch drauf. Das ist ein bisschen die Gefahr von dieser ganzen Sache. Jetzt Primärprävention, wir haben das gesagt, Beispiel wären Impfungen, präventive Beratungen zum Lebensstil. Wie könnte man verhindern, dass man, das wisst ihr, mit Gewicht, mit Bewegen, mit Ernähren, da kann man ja Sachen verhindern. Es gibt Sachen, da können wir nicht ausweichen, mit der Vererbung, wir haben es gehört, mit dem Prostatakrebs, wenn es in der Familie gibt, oder Herzinfarkt oder irgend so, da hat man ein bisschen höheres Risiko oder Diabetes. Dann auch die Krebsfrüherkennung oder Gesundheitschecks,
zählt man eigentlich auch zu der primären Prävention. Aber aufgepasst, man ist natürlich nur so lange Primärprävention unterwegs, bis der Doktor etwas herausfindet. Und das ist man schon sekundär, weil dann hat man ja schon ein Etikett. Und das ist ein bisschen das Problem. Und was noch ein zusätzliches Problem ist bei dieser ganzen Sache, für die Einzelperson ist der Nutzen sehr, sehr gering von all diesen Massnahmen. Weil das Risiko, dass er etwas überkommt, ist minimal. Aber für die Gesamtbevölkerung ist es enorm wichtig. Wir haben zum Beispiel mit Schutzimpfungen hat man Teilkrankheiten können ausrotten. Ich weiss nicht, wer von euch noch von Pocken geimpft worden ist oder das noch gehört hat. Das gibt es heute gar nicht mehr. Man muss nicht einmal mehr impfen gegen Pocken. Weil irgendeiner hat das letzte Pockenvirus nicht mehr gewusst, wo es her soll. Oder? Und dann ist es gestorben. Und seither gibt es es nicht mehr. Darum hat man früher hat man ja Mumps hat man nur Buben geimpft und Röteln nur die Mädchen. Und das war eigentlich ein Blödsinn gewesen, weil Mumps-Viren die haben sich dann bei den Mädchen weiter verbreitet und Röteln-Viren bei den Buben. Und dann ist das nie gestorben. Und heutzutage soll man alle impfen mit der Hoffnung, dass man irgendeinmal das könnte eliminieren. Das ist also immer auch ein Bevölkerungsaspekt, nicht nur ein individueller. Und bei dieser primären Prävention gibt es noch das sogenannte Inverse Care Law, das ist Englisch. Das heisst, das umgekehrte Vorsorgegesetz oder Medizingesetz oder Sorgegesetz, dass eigentlich die gebildet sind und sozial privilegiert, die machen vor allem diese Zeug. Und die es nötig hätten, die machen es nämlich nicht. Also, Beispiel ist, kennen wir vielleicht bei der Kariesprophylaxe, Zähne. Die gut situiert sind und Entwicklungsländer wie wir jetzt hier, wo reich sind, da springen alle zum Zahnarzt. Und wenn man die Bilder schaut von anderen Ländern, muss man sagen, die würden eigentlich schon mal zum Zahnarzt gehen, aber die machen es dann nicht. Das ist ein bisschen das Inverse Care Law. Das ist die primäre Prävention. Jetzt kommen wir zur sekundären, zur zweiten Form. Das ist, der Patient fühlt sich noch gesund, hat aber eine Krankheit. Also die Abwesenheit von krank sein, das ist jetzt wieder die Illness, er merkt eigentlich gar nichts. Aber der Doktor hat ihm gesagt, du hast Diabetes oder du hast höheren Blutdruck. Aber er spürt ja gar nichts. Oder? Und das ist das Problem, wir tun diesen Risikofaktoren sagen, weil eigentlich ist ein Diabetes zu hohen Zucker, das ist ja nicht eine Krankheit, das ist ein Risikofaktor, weil der Patient leidet gar nicht daran. Komplikationen davon, Nieren, Augen, Gefäße und so, das kann natürlich schon zur rechten Krankheit werden. Und das wäre dann eine sogenannte echte Diagnose. Und wir tun jetzt aber heute mehr so mit den Risikofaktoren um uns schlagen und die Leute ein bisschen krank machen. Und das Problem ist auch dort, man hat Tendenz zu immer niedrigeren Schwellenwerten. Das haben wir in anderen Ländern gesehen. Und man muss immer überlegen, das sind riesige Zahlen von Leuten, die man behandeln kann, wenn man den Schwellenwert, also von dort, wo man sagt, ist krank oder ist noch gesund, abnimmt. Es hat mal eine Diskussion gegeben vor ein paar Jahren in England, wo sie gesagt hat, bei uns ist der Cholesterinnormwert so, weil darunter können wir es nicht zahlen. Also wenn jetzt plötzlich sagt, Cholesterin muss 5 sein und drunter, dann habt ihr noch 50% mehr, die müssen Cholesterintabletten schlucken, oder? Oder Blutdruck ist in meiner Karriere, seit ich Hausarzt bin, ein paar Mal geändert worden, der Grenzwert, oder? Früher hat man gesagt, 100 plus Alter, und dann ist plötzlich oben runtergekommen und hat man, bis man fast Schwindel hat, hat man so den Blutdruck runterdrücken. Das ist immer schwierig, auch für uns, was ist denn wirklich die Wahrheit und wo ist, sind halt wirklich finanzielle Interessen dahinter. Sekundärprävention, typischer Verlauf, man macht eine Gesundheitsuntersuchung und findet einen Wert, der nicht mehr normal ist. Und dann schon hat man den Token im Heft, also hat man die Diagnose. Man ist ja immer noch gleich gesund, fühlt man sich, aber man hat das Etikett von nicht mehr normal. Das wäre eigentlich der Patient. Und von dort an fängt nachher die Massnahmen an, wo man ja die Krankheiten verhindern will. Es gibt ganz wichtige Sachen, wie zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktion bei Neugeborenen. Das ist ganz wichtig, dass man die checkt, wenn einer mit Unterfunktion von Schilddrüse auf die Welt kommt, dass man das gerade entdeckt und nicht wartet, bis er wirklich krank ist, das gerade ersetzt. Da kann man viel Gutes tun. Aber man kann zum Beispiel mit so einem Gesundheitscheck einen HbA1c-Wert messen.
eine Messung. Und das ist definiert, wenn das über 6,5 ist, das ist der Langzeitwert vom Zucker. Und wenn der über 6,5 ist, dann hat der Mann, die Frau hat einen Diabetes, ist zuckerkrank. Obwohl er gestern noch nichts an Zucker gedacht hat und sich immer noch gleich gut fühlt und überhaupt gar nichts hat. Aber per Definition ist er zuckerkrank. Oder Blutdruck, das kennen der Cholesterin oder Osteoporose und dann fällt Massnahmen an. Das ist alles gut, das ist jetzt die sekundäre Prävention. Wir haben ein Etikett als Krankheit. Der Patient fühlt sich aber immer noch gesund und ist auch gesund. Und wir wollen jetzt einfach vermeiden, dass die Komplikationen, die zum Leiden werden können, eintreten. Das ist die sogenannte sekundäre Prävention. Das Problem dabei, es ist relativ schwierig für die Einzelnen, weil die tatsächliche Bedrohung durch so eine Krankheit wird sowohl von den Ärzten wie auch von den Patienten überschätzt. Also wir machen relativ viel Wirbel oder wir schlagen viele Wellen. Klar, man sieht die Extremfälle, die ein Problem haben, aber der tatsächliche Effekt der medikamentösen Behandlungen wird ebenso überschätzt. Und es ist nur für eigentlich für ganz wenige Leute mit einem höheren Risiko profitieren auch viel davon. Aber, sagen wir jetzt, welchen als es ist, oder? Wo es höheres Risiko hat. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Und darum tun wir dann schnell halt alle behandeln. Und das ist so die Frage, wie viel braucht es denn, wo man behandelt, damit einer profitiert? Da gibt es die sogenannte Number Needed to Treat. Das heisst, Anzahl Patienten, die man behandeln muss, bis einer profitiert. Beispiel Blutdruckerhöhung. Wie viele Patienten muss man behandeln mit dem Medikament, dass man einen Herzinfarkt verhindert oder einen Hirnschlag? Das kann man statistisch herausfinden, oder? Und das ist ganz verschieden. Die Spezialisten finden etwa 100. Das heisst aber, man hat den 99 hat man eigentlich vergeben behandelt. Und die haben allenfalls noch Nebenwirkungen von dem Medikament. Und die haben allenfalls noch zusätzliche Probleme. Die Hausärzte, es gibt so Beobachtungen, die Hausärzte sagen, etwa bei 50 ist gut. Und die Patienten selber sagen, ja, höchstens etwa bei 15, 20. Also wenn jeder 20 ist, die profitiert, dann würde ich auch dabei sein. Aber wenn ich einer von 100 bin, also 1% Profit habe, 1% Risiko nur habe, dann muss ich sagen, mache ich es nicht. Das ist noch schwierig, das zu sagen. Das ist die zweite Prävention, also der Patient, Sekundärprävention. Der Patient hat noch gar nichts gespürt, hat aber eine Diagnose bekommen. Und das Problem ist, man kann ja nicht nur eine Krankheit haben, man kann zwei, drei, vier Krankheiten haben, Diagnose, spürt aber von 1, 2, 3, 4 auch gar nichts und muss plötzlich 7, 8 Medikamente schlucken. Die tertiäre Prävention, wir gehen zu dieser Zahl auf, 1, 2, 3, die tertiäre Prävention ist, wenn eine Krankheit wirklich eintritt, hat nicht können verhindert werden durch die sekundäre Prävention, zum Beispiel ein Herzinfarkt ist passiert, da hat der Patient dann auch gelitten. Das ist dann nicht mehr Theorie, das ist er dann durch. Und jetzt möchte man probieren, dass das nicht weitergeht. Man möchte Folgen minimieren, man möchte das Rezidiv verhindern. Und das ist dann die tertiäre Prävention. Jemand, der einen Herzinfarkt hat, hat fast gerade 3-4 Medikamente, hat Aspirin, der hat allenfalls sonst noch Blutverdünner, der hat Beta-Blocker. Weil man hat gesehen, als Leute, die Herzinfarkt hatten, wenn sie diese Medikamente nehmen, gibt es viel weniger Rezidiv, das heisst viel weniger, die noch mal einen machen. Früher war das fast gang und gäbe. Wer der erste gehört hat, nach ein paar Jahren zweit und nachher im allenfalls dritt und im vierten ist er dann gestorben. Das wissen Sie vielleicht aus der Verwandtschaft, oder? Und heute probiert man das zu vermeiden mit aggressiver medikamentöser Behandlung. Da profitieren ein paar ja auch nicht. Weil man weiss, dass das Wiederholungsrisiko ist eigentlich sehr gross und darum ist auch der Nutzen von einer Prävention ist sehr gross. Also wenn man weiss, dass es kommt, wenn man nichts macht, wenn man einen Herzinfarkt hat und macht nichts. Früher hat man die gelagert auf der Intensivstation, geschaut, ob sie überleben. Das ist fast ein bisschen der Beigriff. Wir haben die Rhythmusstörungen noch behandelt, weil die sind dann tödlich gewesen. Wieder reanimiert und dann hat man sie wieder heimgelassen, wenn sie sich erholt sind. Dann sind sie nach einem halben Jahr oder einem Jahr wieder gekommen mit einem Herzinfarkt und das ist meistens schlechter gewesen, oder? Und da tut man relativ aggressiv dahinter mit Medikamenten und da kann man etwas machen. Der Nutzen ist da relativ hoch. Was ist das Problem bei all diesen Präventionen? Es sind
grosse Fallzahlen. Eben zum Beispiel bei Impfungen, bei Sekundärprävention, wo man Krankheit hat und der Patient noch nicht. Es sind grosse finanzielle Interessen drin. Ich habe das ein bisschen angetönt mit den Grenzwerten, je tiefer das die macht. Und da muss man nicht, sich nichts vormachen. Das geht um Franken und Rappen. Und das sind billige Medikamente verschwinden aus dem Markt und es kommen neue, modernere, bessere, die sind einfach 10-mal teurer, oder? Es ist so, es wird kein Medikament eingeführt, das deutlich billiger ist, oder? Und dann gibt es industriefinanzierte Studien, wo man wirklich Hinweise hat, dass sie den Nutzen überproportional darstellen. Sie sagen, das ist sehr, sehr gut, hat so viel genützt und die Risiken und Nebenwirkungen unterschätzen. Und da sind wir manchmal schon ausgesetzt, weil es ist schwierig, da dahinter zu sehen, zu sagen, wo ist jetzt die Wahrheit? Und dann ist noch die Frage, wie lange soll man das machen? Bis zum Lebensende? Oder wann soll man aufhören mit diesen Vorsorgebehandlungen? Cholesterin senken bis auf 99? Ja, was soll denn das? Also, das ist noch schwierig. Also, jetzt genau eine Übersicht. Prävention, die primäre, der Patient fühlt sich gesund, hat keine Krankheit. Das ist Impfen. Sekundär, der Patient fühlt sich immer noch gesund, hat aber schon Etiketten vom Doktor bekommen, aus irgendeinem Grund. Und die Tertiäre, der Patient ist krank und hat eine Krankheitsdiagnose, hat eine Diagnose. Jetzt fehlt ja noch etwas. Wenn der Patient krank ist, sich krank fühlt und eigentlich gesund ist. Und das ist einer der riesigen Probleme heutzutage. Kommen wir darauf. Die Quartärprävention, das heisst, nicht bedarfsgerechte Medizin. Man tut, der Patient hat eine Beschwerde, spürt irgendetwas, aber es ist eigentlich gar keine Krankheit vorhanden. Und jetzt ist es ganz gefährlich, dass man diese Diagnosen andichtet. Andichten in guten Treuen natürlich. Man möchte ihm ja helfen und sagen, Mama, die haben auch das. Und das ist ein Riesenproblem. Wie können wir unnötige Diagnostik und unnötige Therapie vermeiden? Weil es gibt Hinweise, wo man muss sagen, hey, das ist des Guten zu viel. Zu viel an Medizin, zu viel an Diagnostik, zu viel an Therapie. Es ist so, es gibt es leider. Und das ist auch für uns ganz, ganz schwierig geworden, weil wir hatten kürzlich einen Vortrag von Professor Binswanger. Auch die Spitäler werden beurteilt nach finanziellem Erfolg. Es geht nicht darum, wie viele Patienten sind gut behandelt oder zufrieden oder haben überlebt oder haben keine Folgeprobleme, sondern nur finanziell. Das Spital Zofingen wird überleben, wenn es finanziell gut ist oder nicht. Das ist keine Diskussion. Unser System funktioniert nur so. Wir Doktor werden auch beurteilt nach dem, wie viel es mir kostet. Also die einzige Zahl, die bei uns erhoben wird, ist, wie teuer ist der Bruno im Schnitt gegenüber den anderen Doktoren. Es interessiert niemand, ob er Patienten gut behandelt oder nicht. Das ist eigentlich traurig, oder? Und darum, ich sage es ganz direkt, seit etwa 10, 15 Jahren ist die Medizin hier in unserem Umfeld oder in der ganzen Schweiz zum Business geworden, oder? Also da wird der Trade-Tür reinkommen und heißt, ja, wir sollten noch das schauen, wir sollten noch das schauen. Wir müssen euch schon ein paar wehren, dass ihr da nicht nachher Kränker rauskommen, dass sie reingegangen sind. Es ist zunehmend ein Problem und ich bin überzeugt, wir werden uns noch müssen neu überlegen, was macht Sinn. Es geht nicht um Kosten zu sparen, sondern es geht um Qualität. Weil Leute, die zusätzliche Diagnosen und unnötige Behandlung haben, die haben auch ein zusätzliches Risiko von diesen Behandlungen. Das ist ganz, ganz schwierig. Beispiel, DRG-Entschädigung in den Spitälern. Ihr habt vielleicht schon gehört, dass die Diagnose-Related Groups, man tut die Leute in Diagnosen einteilen und das Spital kommt entsprechend Geld über. Das heisst, je Diagnose, die ihr habt, desto mehr kommt das Spital von der Krankenkasse über. Also da ist es völlig interessiert, dass ihr möglichst krank aus dem Spital. Also die dürfen schon gesund rausgehen, aber die müssen einen Haufen Diagnosen haben. Und das ist eben das. Also ist eigentlich gar nicht krank, fühlt sich nicht krank, aber hat einen Haufen Etiketten. Und das ist ganz, ganz schwierig. Dem kann man sich fast nicht wehren, oder? Also unsere Austrittsberichte von den Spitälern haben sich verändert. Früher haben wir geschrieben, was relevant ist. Heute schreibt man, was Geld gibt. Wenn man sich das mal überlegt, also es kommen Berichte, wo man muss sagen, hey, aber das ist gar nicht so schlimm. Aber ist natürlich klar, ich verstehe es ja schon. Aber wir haben schon gesagt, wir müssten zwei Austrittsberichte machen, einen für das Geld und einen für die medizinische Relevanz.
Guidelines, es gibt einen Haufen so Leitlinien, auch die PSA, die werden von Urologen gemacht. Die haben meistens nur ein Problem im Visier und sehen nicht, dass der Patient halt nicht nur eine Prostata ist auf zwei Beinen, sondern, oder ein Herz auf zwei Beinen, sondern auch noch ein Hirn hat und noch einen Bauch hat. Und dass man die alle Sachen muss miteinander anschauen muss. Und was wir natürlich in der Hausarztmedizin, ihr wisst, unsere Präsentationen sind immer auch ein Statement für die Hausarztmedizin. Ich sage es dir am Schluss noch ganz scharf. Bei uns muss nicht immer jedes Symptom eine Diagnose haben. Wehe! Es gibt Situationen im Leben, das haben wir auch schon gehabt. Ich habe das auch schon gehabt. Ich habe auch schon das Gefühl gehabt, ich sei jetzt depressiv, wo ich irgendwie dank war oder manisch, wo ich eins etwas anpacken wollte. Wenn ich dann einem Psychiater im Finger gelaufen wäre, hätte er gesagt, du bist depressiv. Und dann haben wir ein Antidepressiv umgegeben. Seither hätte ich jetzt die Etiketten. Oder? Das hat doch jeder hat so Lebensphase, wo man muss sagen. Und wenn wir das immer alles etikettieren, dann werden wir nur kränker. Und was leider ist, das gibt Statistiken, Studien, das dir jetzt natürlich nicht tun, das sind ausgenommen. Aber die meisten Patienten schätzen Ärzte, die etwas machen, viel mehr, auch wenn das nutzlos ist. Das ist gleich. Hauptsächlich, die machen etwas. Weil sie ja etwas spüren. Ich hatte heute eine Frau, die ist von Doktor zu Doktor, weil sie so eine Missempfindung hat in Gesichtshälfte. Und sie hat indirekt angetönt, sie will sich das ausoperieren. Ja, aber das wäre eine Katastrophe, man hat nichts gefunden. Das ist eine Missempfindung, die kann man nicht wegoperieren. Und was halt ist bei uns in der Schweiz, bei unserem System, Nichthandeln wird schlechter honoriert. Also wenn man etwas macht, das wird immer besser bezahlt. Darum könnt ihr schneiden, ihr könnt irgendetwas machen, da kommt immer mehr Geld über, als wenn ihr nicht schneidet. Also das ist jetzt bei den Chirurgen. Ich zeige euch jetzt einen Fall, den ich jetzt erfunden habe. Es gibt etwa Leute, die kommen, das kommt immer so alle halbe Jahr, kommt jemand, ich sage, es ist eine Frau, kommt und sagt, sollte man nicht einmal richtig durchschauen, richtig schauen. Ich würde zum Beispiel zwei Tage ins Spital gehen und die würden die alles ganz richtig checken, oder? Das macht man heute nicht mehr, das Spital würde ich gar nicht aufnehmen, aber die Idee ist ja gar nicht so schlecht, einfach mal liegen zwei Tage und die würden morgen anfangen und alles checken. Und stell dir jetzt vor, die Frau ist zwei Tage im Spital, man hat Blutuntersuchung gemacht, man hat Ultraschall, man hat Röntgen, man hat CT gemacht, man hat alles gefragt, untersucht und überall den Finger und das Endoskop reingesteckt. Und es ist alles tipptopp. Die Frau wäre gesund. Wisst ihr, wie viele Franken das Spital für die zwei Tage überkäme? 'Nein, wenn sie gesund ist, wenn sie ehrlich abrechnen, dann kommen sie 0 Franken über, weil die ist gesund. Du darfst ja nicht, wenn sie ehrlich sind, die kommen gar nichts über dafür, oder? Und nochmal als Illustration, ICD-10 Spital tut mit diesen ICD-10 Code arbeiten. Da gibt es 13'000 Code, die man haben kann, ein Problem. Gesund gibt es dort drinnen nicht, das kommt gar nicht vor. Also es ist gar nicht vorgesehen, dass man gesund ist. Und darum braucht es eigentlich individuelle und das heisst patientenzentrierte Behandlung und nicht nach Schema sowieso. Und wenn es von einem finanziellen Anreiz geht, dann kommen wir ins Zeug rein. Also müsst ihr mal ein bisschen überlegen, was macht wirklich Sinn und wo. Das ist klar, wenn ihr nicht mit einem Problem geht und sie bei der Tür und sagt, ja, wir sollten aber noch schauen, wir sollten noch machen, dann sind ihr immer auf verlorenen Posten. Was wollt ihr dann sagen, ja, nein, ich will das nicht. Es gibt die 10 Gebote für patientenzentrierte Behandlung. Das ist nach einem Artikel von Thomas Kühlen, das ist ein Freund von mir, der hat das im Deutschen Ärzteverlag publiziert. Ich habe es jetzt ein bisschen abgeändert, dass es ein bisschen einfacher verständlich ist, aber es hat mich noch ein bisschen fasziniert, gerade im Hinblick auf heute oben. Was wir als Hausarzt machen, du sollst deinen Patienten helfen, ihre selbstgewählten Ziele zu erreichen. Was will der Patient wirklich? Will er denn noch Osteoporose-Prophylaxe mit 95 oder Cholesterinsenken mit 90. Wollt ihr das wirklich? Die kommen aus dem Spital und haben das. Wollt ihr denn wirklich die Abklärung noch? Es gibt Leute, die sagen, los, ich bin zufrieden, ich möchte jetzt in Ruhe gelassen werden. Also, man ist schon nicht, dass jemand fatal oder irgend so ist. Man will ihnen schon helfen, aber selbstgewählt zu erreichen. Du sollst dein Wissen stetig erneuern und teilen. Also wir müssen uns immer weiterbilden und zu wissen, das hängt Nutzen, Schaden. Wir wissen vielmals, was wir können nutzen können, aber den Schaden den haben wir vielmals nicht so auf dem Radar. Die Kosten die sind uns auch noch.
Und wir sollen es mit dem Patienten teilen. Er sollte auch wissen, was bringt mir jetzt das, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil. Das ist eine riesen Aufgabe, bis ihr hier richtig informiert seid, dass ihr mitentscheiden könnt. Du sollst bereit sein, ein abwartendes Offenhalten als angemessene Handlungsstrategie anzunehmen. Was heisst das? Es gibt einen Haufen Sachen, die gehen ja vorbei. Oder? Ich weiß jetzt auch nicht, was das ist, aber wir warten mal, wir schauen mal, wie es ist übermorgen. Wir haben ausgeschlossen, dass das gefährlich ist. Wir haben ausgeschlossen, dass es nicht das ist. Wir haben ausgeschlossen, dass es nicht das ist. Wir nehmen jetzt mal ein Tafalgan und schauen, wie es 3 Tage später ist. Ah, es ist vorbei. Ja, wie hat jetzt das Kind geheißen? Ja, weiss es auch nicht, aber hauptsächlich ist es doch vorbei. Aber wenn du jetzt noch eine Diagnose hast, bist du nicht glücklicher. Abwartendes Offenhalt, das ist eine typische Strategie von der Hausärzte. Du sollst ausgewogene Wissensquellen in Ehren halten. Das ist wichtig. Also dort, wo man weiss, das ist ausgewogen und nicht pharmafinanziert. Und nachher etwas ganz wichtig: Du sollst deinen Patienten nach dem Grad ihrer Gefährdung, nicht nach den Risikofaktoren behandeln. Das heisst, nicht jedes Risikofaktor ist eine Gefährdung für den Patienten. Es kann sein, dass das für den kein Problem ist. Obwohl Etikette, Diagnose, Risikofaktor ist alles klar. Also man muss den Patienten mit einbeziehen. Du sollst nicht niederknien vor Behandlungszielen von Fachgesellschaften, denn diese sind Götzenbilder. Es gibt immer wieder so Behandlungsziele, wo die Fachgesellschaften sagen, das können wir praktisch immer, der Cholesterinwert muss unter das und das. Das ist eine Orientierung, aber das heisst nicht, dass man das eins zu eins muss umsetzen und einfach erpressen, oder? Nein, ganz wichtig, du sollst deine alten Patienten ehren, denn sie haben die höchsten Risiko für einen Schaden durch deine Behandlung. Das ist aber so. Das ist aber so. Jemand, der 90 ist, hat ein höheres Risiko, einen Schaden zu nehmen. Wir reden immer nur vom Nutzen, aber er hat auch ein höheres Risiko, durch die Behandlung einen Schaden zu nehmen. Es ist alles letztlich eine Risikoabwägung. Du sollst regelmäßig die Notwendigkeit aller Behandlungen und Tests überprüfen. Das müsste man immer mehr machen. Oder? Und sagen, ist das jetzt wirklich noch nötig? Du sollst danach streben, die beste Therapie für deinen individuellen Patienten zu finden. Und du sollst danach streben, so wenig Medikamente wie möglich einzusetzen. Also es ist für mich auch eine Herausforderung. Ja, darum habe ich es jetzt so gebracht. Aber es ist, wirklich, man muss sich das immer wieder überlegen, machen wir etwas Sinnvolles oder machen wir nicht einfach nur, weil es man so macht. Oder ist es wirklich richtig? Und darum, jetzt bin ich am Schluss. Ich habe gesagt, es ist immer ein Statement für die Hausarztmedizin und jetzt habe ich das gerade entdeckt. Dann habe ich das nachher noch. Die Quartäriprävention, das heisst Vermeiden von zu viel an Diagnostik und Medizin. Ich denke, es hat erst angefangen und es ist nicht primär Kosten, es ist auch teuer. Und es ist nicht nur so, ist es teurer geworden. Aber es ist auch Qualität, die im Fokus muss sein. Wenn man zu viel macht, Diagnose, zu viel macht, Therapie, kann man qualitativ schlecht sein. Ich mag mich erinnern, weil ich das schon erzählt, der Fall, der hier passiert ist. Da ist ein Patient vom Spital Aarau gekommen, der hatte ein paar Diagnosen gehabt, 3, 4, 5. Und dann ist er heimgekommen vom Kantonsspital Aarau. Und dann hat er Leber jahrelang betreut und dann hat er eine Liste von 15 Medikamenten. Und dann fragt mich die Schwester hier im zweiten Stock oben, geht das überhaupt, die 15 miteinander? Und dann habe ich gesagt, das weiss ich auch nicht, aber das kommt vom Kantonsspital Aarau. Aber der hat 3, 4 Diagnosen gehabt und jeder hat gesagt, für unsere Diagnose muss er das haben, für unsere Diagnose muss er das haben. Ich habe gesagt, ich wüsste es auch nicht. Und am nächsten Tag, am Morgen, ist er tot im Bett gelegen. Er war noch nicht so alt gewesen. Ich weiß nicht, ob er wegen so etwas gestorben ist, aber es weiss letztlich niemand. Wenn man 15 Medikamente an einem 80-jährigen Mann futtert, das hat auch noch niemand in dieser Konstellation gemacht. Das ist jedes Mal ein kleines Experiment. Aber es gibt jetzt Bestrebung, wo man das Zeug ein bisschen runterfahren will. Es gibt ein Positionspapier von den Norweger Hausärzten, wo man sagt, wo man eben die quartäre Prävention soll auf dem Radar haben. Im NHS, das ist der nationale Health Service von England, gibt es 17 Behandlungen, die ganz strikt eingeschränkt werden. Man sagt, es macht nicht mehr Sinn. Zum Beispiel Operationen von Schnarchen. Es gibt Leute, die operiert worden sind, das weiss man eigentlich, dass es gar nichts bringt. Gyretage bei verstärkter Menstruation, Kniearthroskopie bei Arthrose, ist sehr in Diskussion, ob das überhaupt bringt.
Entfernung von gutartigen Hauttumor. Die kann man heute Diagnose stellen, dass das gutartig ist. Das muss man nicht unbedingt rausnehmen. Das ist eigentlich eine kosmetische Sache, wenn man es rausnehmen will. Tonsillektomie ist sehr umstritten, ob das wirklich überhaupt etwas bringt. Das ist eine Mandeloperation. Typ-Vitrin, CTS, Hysterektomie, das weiss man, das hat in der Schweiz auch mal gegeben. Die Gebärmutterentfernungen haben sie im Tessin Aufklärkampagne gemacht. Plötzlich hat es nur noch halb so viele Gebärmutterentfernungen gegeben. Also es ist halt wirklich angetrieben durchs Geld. Meine Empfehlung, und jetzt bin ich am Schluss, lassen Sie sich durch einen Hausarzt beraten. Nicht durch mich, aber einfach durch einen Hausarzt. Und bleiben Sie möglichst lang beim Gleichen. Es hat letzte Woche, BBC News, Seeing the same doctors over time lowers death rate, eine Studie gegeben, dass wenn man den gleichen Doktor über längere Zeit hat, man länger lebt. Das ist doch noch interessant. Das ist natürlich Mühle auf die Hausarztmedizin, ist logisch. Darum habe ich es gebraucht. Also, ich bin fertig. Ja, ich habe, bevor ich pensioniert wurde, bei der Eisenbahn geschafft, Schweizerische Bundesbahn. Und die haben die glorreiche Idee gehabt, 1970 oder 1971, sämtliche Leute, die im Publikumsdienst waren, ich war Zuggeschäft, also dann noch Kondukteur, quasi zwangsmässig Grippenimpfung machen. Und ja, dann war ich noch gehorsam, habe das gemacht. Ich bin 10 Tage im Bett gelegen mit über 40 Grad Fieber. Meine Tochter, Dr. Häfliger von Reiter, dazumal, hat nicht mehr gewusst, was machen, und plötzlich ist es wieder weg gewesen. Nachher habe ich mir gesagt, ich übernehme eine Eigenverantwortung, ich lasse mich nicht mehr impfen. Nachher habe ich das gemacht. 5 Jahre später ist wieder gekommen, obligatorisch für sämtliche im Publikumsverkehr. Ich habe mich geweigert. Die SBB hat mir gesagt, wenn sie an Grippen erkrankt sind, gibt das unbezahlten Urlaub. Weil sie haben sich geweigert, zu impfen. Ich bin seitdem nie mehr krank gewesen. Also, es gibt doch auch eine Eigenverantwortung, wenn man merkt, dass einem etwas nicht gut tut, soll man doch das sein. Und also mein Hausarzt, ich habe das jetzt auch schon seit mehreren Jahren, Dr. Frösch, Zoffige, mit dem komme ich sehr gut aus. Wir diskutieren miteinander. Und wenn ich ihn kann überzeugen kann, dass das, was er mir gerne geben möchte, für mich nicht gut ist, dann sagt er, okay, wir warten noch. Und plötzlich ist es wieder gut, ohne dass ich es nehme. Also Eigenverantwortung, finde ich, ist eben auch gut. Ich bin jetzt auch 77, heisse Lothar. Also ich bin nicht der L77, der dort aufgeführt war. Ich bin der Prostata, aber mir, ich muss sagen, mir geht es gut. Schön. Danke. Eigenverantwortung, das ist gut, ja. Das höre ich gerne. Das war nicht ein Statement, das ist nicht eine Frage. Ja. Noch eine Frage. Sie haben bei der quartäre Prävention haben Sie gesagt, der Patient fühlt sich krank, aber Krankheit nicht vorhanden. Müsste es nicht besser heißen, Krankheit nicht bekannt? Oder sagen Sie einfach absolut, alles was an Krankheiten da ist, kenne mir. Ich denke mal, es gibt Krankheiten, die sind nicht bekannt. Ich weiß im Moment, weiß ich nicht, der Ausdruck, vor allen Dingen bei Frauen ist das, wenn sie irgendetwas haben, dann sagt man bei ihnen, bei dir ist es, wie heißt es jetzt? Ja, es ist psychisch bedingt, ja. Aber eben, was ich sagen will, mir würde besser passen, wenn Sie bei der quartäre Prävention sagen würde, Patient fühlt sich krank, Krankheit nicht bekannt. Ja, ich verstehe, aber das heißt natürlich, er hat trotzdem eine Krankheit. Das heisst natürlich, wir müssen die Abklärungsmaschinerie noch weiter drehen, bis wir es dann finden. Dann machen wir natürlich die Kostenexplosion in Extremis. Oder? Eigentlich muss man dort sagen, ich gebe insofern recht, wenn wir sagen, gefährliche Krankheiten ausgeschlossen. Natürlich. Der geht's, oder? Ja. Aber wenn man natürlich sagt, ja, ich habe jetzt hier das Gespür, ich spüre hier etwas und ich will das, bis ich weiss, was es ist, abgeklärt haben. Dann wird jeder, je nachdem, wo das ist,
Sagen, ihr habt hier irgendetwas gespürt, oder gehen, wo gehen ihr zuerst her? Ja, das ist in der Nähe vom Herz, geht zum Herzspezialist. Der erklärt ab, das Herz ist es nicht. Aha, da ist ja noch die Lunge. Ah, da gehen wir noch zum Lungenspezialist. Der erklärt all seine Sachen ab, weil bis er kann sagen, die Lunge ist es nicht, muss er relativ viele Sachen machen. Und dann haben wir nur eine Negativliste von, was ist das nicht? Und am Schluss sagt, ah, das ist noch Rippe. Rheumatologe könnte noch etwas sein. Dann geht er zum Rheumatologen und er sagt auch, ja, wir müssen dann alle Tests machen und alle Untersuchungen und am Schluss sagt er, nein, rheumatologisch ist es auch nicht. Ja, was haben die jetzt? Die haben es immer noch da. Die haben nur können sagen, gefährliches Herz ist es nicht, der Motor ist es nicht, Chassis ist es nicht, der Luftfilter ist es nicht. Was ist jetzt noch? Das Auto funktioniert eigentlich gut, aber es schädert halt irgendwie. Und die finden kein Etikett für das. Und Beschwerden sind tot. Man darf nie sagen, der Patient hat nichts. Das darf man nicht sagen. Aber Etikette nützt euch ja nichts, wenn ihr sagt, das ist ein X17-Syndrom. Das heisst jetzt nichts, oder? Aber da habt ihr ein Label, oder könnt sagen, ihr habt ein X17-Syndrom. Was nützt jetzt das? Sie sind immer noch gleich, man kann nicht behandeln, oder? Wisst ihr, was ich meine? Ihr treibt die Abklärung weiter, oder? Nein, es wäre ja auch die Möglichkeit, dass man offen und ehrlich sagt, keine Ahnung, wir wissen es nicht, Medizin weiß es noch nicht. Ich muss doch nicht abklären, was es alles nicht kann sein, sondern ich kann doch angehen und kann sagen, ich akzeptiere das hier bis hin, aber nein, wir wissen es nicht. Haben Sie schon Kopfschmerz gesehen? Sehe nicht, aber gespürt. Ja, das ist ein Symptom, ist keine Diagnose. Kopfschmerz ist keine Diagnose, ist ein Symptom. Kann man doch stehen? Das ist einfach Kopfweh. Ja. Wenn wir nur ausschließen, es ist kein Hirntumor, es ist kein Meningitis, es ist immer noch Kopfweh. Ist ein Symptom, ist keine Krankheit. Mhm. Also fertig. Wieso muss man jetzt hier eine Etikette haben, Krankheit? Ah, ja. Eben, aber das ist ja das, was wir sagen. Es ist keine Diagnose, obwohl es ein Symptom ist. Mhm. Und wenn man sagt, aber ich wollte jetzt wissen, was ist das Kopfweh? Ich habe heute wieder mit jemandem diskutiert. Ja, wir können ein CT machen, wir sehen das Kopfweh nicht. Es hat noch nie jemand Migränen im MRI gesehen. Aber wie viele Migränen sind schon durchs MRI gestossen worden? Und sie haben immer noch Migränen und haben einfach nicht Hirntumor, nicht Entzündung. Man hat eine Negativdiagnose, oder? Aber es ist ein weites Feld, oder? Wird immer heißer du in der Dunkel. Keine Fragen mehr. Nein, es sind nur Durst. Nur Durst. Ich habe noch eine kleine. Ich komme gleich noch schnell drauf zurück eigentlich. Hey, warum? Illness und Warten. Was ist der Einsatz von Placebo? Ist das ein Thema bei den Hausärzten oder ist es nicht? Bei mir muss jeder sagen, ich brauche das nicht. Ich habe es einmal schon mal eingesetzt bei einem Patienten, der leicht geistig behindert war und der hat einfach immer eine Spritze wollen. Und dann war er happy, wenn er eine Spritze hatte. Und schlussendlich hatte ich das Gefühl, ich spritze dem NaCl, der schadet ihm nichts, also Kochsalzlösung, weil es hätte keinen Sinn, dass ich ihm noch ein Mittel gebe, das allenfalls Nieren kann schädigen kann oder auf den Magen losgeht. Und der war auch glücklich mit dem Ding, aber es ist mir gedacht, das ist so, in seiner Welt hat das gestummen und sonst mich ist es nicht. Also mir gedacht, das ist ein bisschen die Leute hintergegangen, aber das ist meine Idee. Da werde ich dann lieber zurückdiskutieren, wie weit müssen wir gehen, brauchen wir das? Und, also es geht so ein bisschen darum, die Frage, wo ist der Bahnhof zu Arburg? Und dann sagst du, ja, ich weiss auch, aber schön, haben wir darüber reden. Also, dass man über das Thema redet und dann hilft das schon manchmal, ohne dass man genau weiss, was es ist. Oder? Aber das ist vielleicht jetzt mein Approach, das hat jeder wieder ein bisschen anders. Ja, ich komme darauf, weil jeder medizinische Studie und ist immer ein Drittel oder die Hälfte, wo das Placebo überkommt eigentlich. Und das Resultat vergleichbar ähnlich, wenn man irgendeine Prävention oder sonst irgendetwas macht. Ich habe gelesen kürzlich, dass es vermehrt wieder eingesetzt wird. Eigentlich vielleicht auch das Thema, das der Lothar, wenn ich das jetzt darf sagen, vorgebracht hat, wo gesagt hat, ja, warten. Die einen wollen warten und die anderen kommen im Prinzip eigentlich genau aus dem Prinzip und sagen, ich gehe jetzt zu meinem Hausarzt und ich will jetzt eine Tablette. Punkt. Ja gut, aber das sind zwei Paar Schuhe, mit der Studie ist etwas anderes, also man muss auseinanderhalten. Studien werden immer oder meistens Placebo kontrolliert oder mit dem aktuellen Standard, um zu schauen, ob es besser ist. Das heisst,
das ist die sogenannte Doppelblindstudie. Da ist der Doktor blind und der Patient ist blind. Das weiss, der Doktor weiss nicht, in welcher Tablette die Wirksubstanz ist, und der Patient weiss auch nicht. Das sind die typischen Studiedesigns. Und da tut man unterscheiden, nur die den Code wissen, wissen dann, welche Patienten wirklich das bekommen haben. Der Doktor darf nicht wissen, da ist jetzt die Wirksamkeit und da ist schon nichts drin, wenn es einen Patienten gibt. Sonst gibt es einen Placebo-Effekt einfach. Und dort tut man das schon auseinanderhalten mit Placebo und Dingen.